Das ist eine Sauerei. Jeder, der Geld hat, kann machen, was er will. Ich meine, wo sind wir denn? Wir wollen uns ja nicht abgrenzen, ausgrenzen von der Bevölkerung. Wir leben ja mit den Leuten. Wir werden immer mehr ins Abseits gedrängt und die kriegen immer mehr Platz. Ein paar Jammerer wird es immer geben. Und ein paar Leute, die sagen, dass es der schönste Fleck der Welt ist, wird es auch immer geben. Aber der Wörthersee ist da schon oft der andere, das Geld hat. Fast klassenkämpferische Töne waren das von Leuten, die auf den ersten Blick gar nicht so rebellisch ausschauen. Die Damen und Herren ärgern sich, dass sich die reichen, schönen und politisch gut Vernetzten den Wörthersee in Kärnten angeblich nach und nach unter den Nagel reißen. Und tatsächlich, als Normalsterblicher, der sich hier nicht besonders gut auskennt, findet man kaum zum Wasser. Alles Privatbesitz, von außen meistens umgeben von hohen, blickdichten Zäunen. Erst wenn man dann, wie wir, so einen Durchschlupf findet in Form eines kleinen Parks, dann erschließen sich einem die schönen Luxusanwesen hier am See. Meine Kollegen Klaus Dutzler und Nora Zoglauer haben zu recherchieren begonnen, wie man zu solchen begehrten Grundstücken kommt und wie man es anstellt, dass man zum Beispiel ein kleines Schloss ein bisschen billiger bekommt. Zwangsläufig haben sie dann auch Kontakt mit der Wörthersee-Schickeria gehabt, wurden dann erstaunlicherweise zu den Festen der Reichen und Berühmten vorgelassen und haben dort das eine oder andere denkwürdige Interview gemacht. Unter anderem mit Frau Flick. Sie reflektiert über den Reichtum. Begonnen haben Dutzler Zoglauer ihre Reportage hier mit einer Bootsfahrt am See, wo einem die Villen gezeigt werden und wem sie gerade gehören. Der Wörthersee im März. Ein See im Winterschlaf. Kaum ein Tourist verirrt sich jetzt hierher. Die Santa Lucia hat den See für sich alleine. Die meisten Hotels eröffnen erst Wochen später. Keiner kennt den Wörthersee so gut wie Kapitän Tidi. Seine Rundfahrten haben eine besondere Spezialität. Die Villen der Reichen. Ein Name fällt da besonders oft, der des Waffenproduzenten Gaston Glock. Vom Herrn Glock heißt es immer, dass ihm sehr viel gehört am Wörthersee, stimmt ja, das? Ja, der Herr Glock hat in den letzten 2-3 Jahren sehr viele Villen zusammengekauft. Das hier, das ist die erste Villa, die er besessen hat hier am Wörthersee. Gerade eine, das ist 7 Eichen, das gehört auch inzwischen der Familie Glock. Das moderne Rechtsweise, das ist auch Familie Glock, und zwar ist die Tochter der Familie Glock ist das. Dann haben wir hinter diesen Zaun diese schöne Villa da im leichten Grün. Das ist auch wiederum eine Villa der Familie Glock. Am Südufer, da haben wir jetzt das Anwesen der Familie Flick. Gekauft haben sie das Ganze vom Herrn Leo Kirch, das war der Medienzar von Deutschland. Der hat das alles verkauft an die Familie Flick. Da haben wir jetzt im Hintergrund das Personalhaus hinter der Bootshütte. Vorne, das ist die Bootshütte, sie besitzen 2 Böschmotorboote, ein großes für die Familie und ein kleineres für die Bodyguards. Sie sind immer im Konvoi unterwegs, also sieht man auch sofort, wenn die unterwegs sind. Dann haben wir da vorne das Haupthaus der Familie, also das ist das Haus, wo die Familie selbst lebt, mit 2x300 Quadratmetern Wohnfläche. Man sieht da vorne, schau die Kamera, siehst du, das über die Kameras. Und dann gibt es noch rechts im Hintergrund, hinter den Bäumen versteckt, ist da noch das Gästehaus der Familie Flick da am Wörthersee. Jetzt sind wir da in der Ostbucht von Börtschach, wo wir auch schöne alte Villen haben. Da hat inzwischen auch die Familie Glock was gekauft, und zwar da die schöne weiße Villa. Und dann rechts daneben die Villa Seefried, die hat auch inzwischen die Familie Glock gekauft. Und direkt neben dem Porsche Pichs rechts der Nachbarin, das ist das ehemalige Appartement Elisabeth. Das hat im vergangenen Jahr auch die Flick-Stiftung gekauft. So, jetzt sind wir da in Reifnitz am Wörthersee. Jetzt haben wir da wunderschön erhöht, das Schloss Reifnitz. Ist im Besitz vom Herrn Stronach. Jetzt inzwischen im Privatbesitz vom Herrn Stronach und vom Herrn Sigi Wolf. Das ist die Reifnitzerin Erika Hochegger. Sie kämpft gegen die Privilegien der Reichen am See. Im Park beim Stronach-Schloss war sie immer baden. Da hat man da runtergehen können, da, also von der Seite und da runter. Und da war unten der Badeplatz, das war so schön. Mit dem Geld kann man alles machen. Aber warum soll man mir uns das alles gefallen lassen? Weil
Wir werden immer mehr ins Abseits gedrängt und die kriegen immer mehr Platz, nur weil sie Geld haben. Ne? Frau Hochegger kennt ja jeder und die 73-jährige Pensionistin hat Verbündete. Gleich in Sichtweite des Stronachschlosses besucht sie Christa Rastnick. Mittlerweile haben die Damen eine kleine Bürgerinitiative um sich versammelt. Heute geht es wieder einmal um den Verkauf des Reifnitzer Schlosses an den Milliardär Frank Stronach. Mit dabei ist auch Rosi Dorfer. Politisch engagiert haben sich die drei Pensionistinnen früher nicht. Heute beobachten sie jeden Schritt des Bürgermeisters. Dass der es zuließ, dass das Schloss in einer Nacht- und Nebelaktion verscherbelt wurde, ärgert die Dame noch heute. Das ist so eine geheime Sache gewesen. Um 9 Uhr, ich schaue ja da hinunter, um 9 Uhr am Abend sind die ganzen Gemeinderäte zusammengekommen und um 11 Uhr war das, der ganze Spuk beendet und da war die Unterschrift, dass es verkauft wird. So war das. Und das kann man heute keiner sagen, dass die nicht alle da mitgespielt haben. Aber es muss natürlich dazu gesagt werden, es gilt die Unschuldsvermutung. Das ist das Standardsätzchen, was man jetzt in den letzten Jahren immer sagen musste und schreiben musste. Der Herr Stronach hat das ja nicht gekauft, um da oben seinen Lebensabend zu verbringen. Versprochen hat er der Gemeinde, dass hier Manager aus Kanada und ja, USA... Haben Sie jemals an das geglaubt? Nein, viele Bürger haben vielleicht daran geglaubt. Ja, versprochen hatte Frank Stronach ein Hotel für Manager. Geworden ist es eine Privatresidenz für ihn selbst und seinen Kompagnon Sigi Wolf. Zur gleichen Zeit feiert man in Pörtschach ein besonderes Fest. Im Hotel Werzers wird der alljährliche Saisonauftakt zelebriert. Hier trifft sich die High Society des Wörthersees. Villenbesitzer und Schauspieler. Die österreichische Seitenblicke-Gesellschaft ist vollständig versammelt. Mittendrin die reichste Frau Österreichs, Ingrid Flick. Sind das Feste, wie sie früher mal gefeiert wurden? Na ja, gut, das ist natürlich klar. Früher, wie wir noch jünger waren, hat es gegeben, Kokain, ein Joint und heute gibt es Aspirin und Magentabletten. Das sind alle älter geworden am Wörthersee. Alle. Das sind die Menschen, die Umgebung, die Natur, das Natürliche ganz einfach. Das Ambiente ist gediegen, das Musikprogramm bodenständig. Stars und Politik, hier sind alle gut Freund. Mittendrin der Regisseur Otto Retzer. Ich suche mir meine Leute aus als meine Freunde. Schauen Sie, der ehemalige Landeshauptmann, der Herr Dörfner, ist ein privater, persönlicher Freund von mir. Der neue Landeshauptmann ist auch ein Freund von mir. Aber der Stronach ist auch ein Freund von mir. Der Sigi Wolf ist auch. Ich habe ein... Waren Sie schon im Schloss vom Stronach? Ja, hallo, natürlich. Wunderbar. Gott sei Dank, ich kenne das... Das ist alles ein Wahnsinn, Sie müssen sich vorstellen, das war eine, passt jetzt nicht daher, das war eine Punzbude. Das war ein, ich habe da drinnen gedreht, da haben wir, Penner haben da drinnen geschlafen. Das war eine Punzbude. Heute ist es einer der schönsten Schlösser und jetzt wird herumgesucht, ob er das zu billig gekauft hat. Es ist, was ist, hallo, hallo, ich war auf. Zurück auf der Santa Lucia. Kapitän Didi kennt nicht nur alle Villenbesitzer am Wörthersee, er weiß auch viel über sie zu erzählen.
auch über Ingrid Flick. Da gibt es auch ganz eine liebe Geschichte vorne, dass der Fischereibesitzer, dass der vom Höhenwirt, und der ist irgendwann einmal hergegangen, weil er da die Netze im See hat und Reinanken fängt und denkt sich, na, ich werde Frau Flick 5 Reinanken schenken. Nimmt 5 Reinanken aus, gell, nimmt so einen Sack rein und wird zur Frau Flick rein. Nicht? Und kommt einer bis ins Wohnzimmer zur Frau Flick und sagt, das ist gut, Frau Flick, ich schenke Ihnen einen Reinanken. Am nächsten Tag hat sich die komplette Wochenmannschaft rausgehauen. Gell? Weil der eine gekommen ist praktisch bis zu mir ins Wohnzimmer. War nicht so gedacht. Das ist die Sportanlage der Familie Flick. Die zwei Juniors sind so, wo der grüne Zaun nochmal ist, ist erst heuer im Frühjahr, also vergangenes Jahr im Frühjahr gebaut worden. Das ist ein Tennisplatz und eine Mehrzweck-Sportanlage mit einem Sportcafé dabei. Wir haben ja da am Wörthersee in Börtschach immer dieses Tennisturnier gehabt, das ETP-Tennisturnier. Nicht? Der Veranstalter war der Ronny Leitgeb. Nicht? Der Ronny Leitgeb ist dann hergegangen und hat sich da in Pritschitz ein schönes Grundstück gekauft, hat ein Haus gebaut, hat sich davor dann eine nagelneue Brücke umgestellt mit einer Bootshütte. Und das Witzige war, wie das alles fertig war, ist das ETP-Tennisturnier weitergezogen nach Kitzbühel. Das hat angeblich auch eine Glocke gekauft. Und zwar, wenn du schaust, wo der Kran ist, das ist der ehemalige Star-Club, das hat er gekauft, das Grundstück. Der mitten, das ist Gemeinde Dechelsberg und links, das hat er auch gekauft. Dann haben wir jetzt Bad Zag, das ist auch gepachtet von der Familie Glock. Da drin haben wir ein wunderbares Restaurant, und zwar das Restaurant vom Herrn Hubert Wallner, ein Haubenrestaurant. Vorzüglich zum Essen, ich habe es mir auch schon einmal geleistet. Und ja, der linke Teil da ist ein öffentliches Bad und der rechte Teil ab der Hecke da in der Mitte, das ist der Club mit Bootsanleger. Er hat auch eine Tauchschule und der Vorteil ist, wenn man eine Tauchschule hat, dann darf man auch ein Motorboot haben mit einer 80er-Nummer. Ja, und man hat dann eigentlich alles, was man braucht, wenn man am Wörthersee ist. Wir suchen Gaston Glock. Leibwächter machen jeden Kontakt mit dem Pistolenmilliardär unmöglich. Auch am vergangenen Wochenende in Treffen. Am Stammsitz des Glock-Imperiums veranstaltet der 84-Jährige eines der höchst dotierten Reitturniere der Welt. Organisatorin ist seine um 52 Jahre jüngere Frau Katrin. Auch sie gibt kein Interview. Lieber wird gespendet. 100.000 Euro für Papageien. Auch bei den Stargästen wird nicht gespart. Es ist fantastisch, dass 4 der Hauptdarsteller heute hier bei uns im Glockhorse Performance Center sind, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie mit mir Afton Cooper, Cliff Barnes, Bobby Ewing und Sue Ellen. Hier sind Audrey Landers, Ken Kirchhoff, Patrick Duffy und Linda Gray. Aus Dallas nach Kärnten. Wenn ein Mann wie Gaston Glock ruft, kommen selbst Hollywood-Stars in die österreichische Provinz. Der Pistolenverkauf floriert, aber privat streitet Gaston Glock mit seiner ersten Frau um die Aufteilung des Vermögens von kolportierten 1,5 Milliarden Euro. Mag sein, dass es dabei auch um die eine oder andere der vielen Villen rund um den Wörthersee geht. Der neueste Trend am Wörthersee sind Apartmenthäuser. Hier ist das größte Geschäft zu machen. 10.000 Euro für den Quadratmeter sind keine Seltenheit. Es sind zu einem großen Teil Zweitwohnsitze, die hier errichtet werden. Diese Anlage hat vor kurzem einen Preis für besondere Hässlichkeit eingestreift. Auch in Reifnitz gibt es ein neues Bauprojekt. Und wenn in diesen Tagen hier Baumaschinen auffahren, sind Erika Hochegger und ihre Freundinnen schon alarmiert. Bereits in einem Jahr sollen hier 8 Villen stehen. Die Damen haben sich die Baupläne längst besorgt. See und die Süduferstraße. Und da herum sind die Parzellen jetzt eingeteilt. Das ist der Wald niedergerissen, der schöne Waldweg, wo man so schön gehen hat können. Der ist weg. Da wird eine Straße gemacht. Dann der Übergang, der hier öffentlich sein soll. Wer wird denn da runterfahren? Kein Mensch. Na, das ist arg. Und das wird wieder einmal eine Siedlung werden, wo die Reichen und Schönen nur für ein paar Tage oder Wochen Urlaub machen werden. Ja, es ist ja so. Und im Winter ist es alles still.
Ja, grüß dich, grüß dich. Servus, Herbert. Die drei treffen einen Nachbarn. Unterwegs. Ja, servus. Grüß dich. Ist gerade dein Rosen. Du, wir haben uns jetzt gerade die Baustelle da. Auch der ärgert sich darüber, wie die letzten freien Plätze rund um den Wörthersee verbaut werden. Aber der Wörthersee ist da schafft der an, der das Geld hat. Gell? Die Gesetze sind hier so liberal und so, so solche Gummiparagraphen, dass eigentlich, wenn die Bürger nicht auf die Barriere einsteigen, es jeder machen kann, ne? Was er will. Und bis jetzt sind die Bürger nicht auf die Barrikaden gestiegen. Wenn wir die Frau Hochecker und die Christa nicht hätten, wäre es noch schlechter bestellt. Wir würden gern mit dem Bürgermeister der Gemeinde Reifnitz sprechen. Nicht nur über diese Baustelle, sondern vor allem über den Verkauf von Schloss Reifnitz. Doch er reagiert nicht auf unsere Anfragen. Eine Bootsfahrt mit Otto Retzer. Wenn ich hier am See schon alles kommen und gehen sehen habe, wie viele Leute hier ein Jahr mit Rolls-Royce gefahren sind und das nächste Mal, nächste Jahr mit den alten VW Käfern, die gibt es sehr viele. Und dann gibt es halt die Familien, die immer da waren und immer da sein werden. Das, und die, alles andere ist Beiwerk. Die sind austauschbar, da kommen einmal irgendwelche Leute, die kaufen sich hier ein, machen den großen Maxi und zwei Jahre drauf steht wieder ein Schild dort, günstig zu verkaufen. Und da sind halt dann die großen Familien, die halt immer schon da waren und die werden halt immer da bleiben. Er ist das bekannteste Gesicht des Wörthersees. Seit 40 Jahren bei fast jeder Party dabei. In den 60er Jahren servierte er auf Wasserskiern Champagner, heute trinkt er ihn selber. Vom kleinen Kellner zum besten Freund der Milliardäre. Für mich war das hier eine ganz andere Welt. Und mein Traum war, mein absoluter Traum war, nicht mehr Kellner zu sein, sondern Oberkellner zu sein. Und wenn ich vielleicht einmal Oberkellner bin, dass mir vielleicht einmal heirate die Tochter von irgendeinem Gasthaus. Das war meine Träume. Mein Vater war Holzknecht, meine Mutter war Postfräulein. Da ist doch schon was. Im Hotel Wärtsers wird schon wieder gefeiert. It's a little bit funny. €5 Millionen hat die Renovierung des letzten Wörthersee-Badehauses gekostet. Heute wird getauft. Sie sind alle wieder gekommen. Gespanntes Warten auf die Ankunft der Taufpaten. Es sind Ingrid Flick und ihr bester Freund Otto Retzer. Das Seetaxi ist standesgemäß. Ein handgefertigtes Mahagoni-Holzboot der Schweizer Edelmarke Bösch. Kostenpunkt 350.000 €. Herzlichen Dank, hier sind inzwischen die Gläser eingeschenkt. Zuerst sprechen, dann trinken. Gut. Ich, Ingrid Flick, als Patin gebe diesem Smaragd im Diadem den Namen Wärtser Badehaus. Mögest du ein Ort der Liebe, der Freude, des Entspannens und der Geselligkeit sein. Meine besten Wünsche begleiten dich. Ich, Otto Retzer, gebe als Pate diesem Restaurant, als Robin in dem Diadem, den Namen Wärtsers Beach Club. Ich wünsche natürlich auch alles Gute. Ich war ja hier Kellner und werde jetzt oft Gast sein, hoffentlich. Und ich sage euch, ich habe beides probiert, es ist kein Vergleich. Auch in Reifnitz wird gefeiert. Etwas weniger mondän. In Frank Stronachs Wahlheimat findet das traditionelle GTI-Treffen statt. Wir suchen den Bürgermeister im Gemeindeamt. Erfolglos. Angeblich hat sich Adolf Stark unter die GTI-Fans gemischt. Ein Interview sei schwer möglich. Wir suchen auf eigene Faust. Mit der Schnauze. Haben Sie ihn aber noch nicht gesehen? Nein. Kennen Sie den Bürgermeister, den Adolf Stark? Kenne ich schon, ja. Haben Sie ihn da irgendwo gesehen? Nein, leider nicht.
Haben Sie den Herrn Bürgermeister da gerade eben? Nein, den Herrn Bürgermeister haben Sie nicht, der ist nicht da. Der ist nicht da? Nein. Es wurde uns ausgerichtet, der ist hier irgendwo unterwegs und wir sind auf der Suche nach ihm. Dann müssen Sie etwas länger warten. Wissen Sie, wo er ist? Ja, ich weiß, wo er ist. Wer sagen Sie es? Kann ich nicht, der kommt erst, das ist mein Mann. Nein, er kommt erst. Er hat müssen wir unbedingt mit mir von ihm fahren. Okay. Der wird kommen. Stimmt. Schloss Reifnitz wurde 1898 für einen Klagenfurter Bürgermeister erbaut. Zuletzt gehörte es der Gemeinde, war für die Öffentlichkeit zugänglich und ein beliebter Badeplatz. 2004 dann der Verkauf an Stronachs Magna-Konzern. Bedingung war die Errichtung eines Manager-Ressorts. Man hoffte auf Belebung für den Reifnitzer Tourismus. Wir machen eine Bootstour mit dem Immobilienmakler Rudolf Schaubach. Als Frank Stronach auch nach 3 Jahren sein Manager-Ressort nicht eröffnet hatte, witterte der ein Geschäft. Laut Vertrag sollte das Schloss in diesem Fall wieder an die Gemeinde gehen. Rudolf Schaubach begab sich auf die Suche nach einem anderen Käufer, mit dem Segen des Bürgermeisters. Bürgermeister war einverstanden, das war im Herbst 2010. Und kurze Zeit darauf ist es mir gelungen, mit Kollegen wirklich einen Investor zu finden, der sämtliche Kosten übernommen hätte. Und, welcher Investor? Das war ein Investor, der bereits in Österreich einen Hotelbetrieb führt und leitet. Und der hat vorgehabt, das zu kaufen. Doch der Bürgermeister entschied anders und verkaufte Stronach auch noch günstig das Wiederkaufsrecht. So habe er ihm das mitgeteilt. Und kurz danach bekomme ich einen Anruf von ihm und hat er gesagt, Herr Schaubach, vergessen Sie das, Magna-Konzern behaltet das Schloss und wir brauchen keine weiteren Interessenten und wir brauchen auch niemanden, der uns das abkauft. Ich wollte nachfragen, warum, aus welchen Gründen und so weiter. Er hat das komplett abgeblockt und wollte auch keine näheren Auskünfte mehr erteilen. Rudolf Schaubach zeigte den Bürgermeister bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft an. Sein Vorwurf, das Schloss mit einer Grundstücksfläche von 6,3 Hektar sei mit 6,4 Millionen Euro weit unter seinem Wert verkauft worden. 101 Euro pro Quadratmeter. Insider schätzen, dass die Gemeinde bis zu 40 Millionen Euro für das Schmuckstück hätte kassieren können. 101 Euro für den Quadratmeter. Wir suchen nach einem ähnlichen Angebot, erfolglos. Hier zum Beispiel werden 4.500 Euro pro Quadratmeter verlangt. Vater und Sohn Tischler verkaufen seit 40 Jahren Luxusimmobilien am See. Ist das eine von den großen Villen, die es zu haben gibt momentan am See? Oder ist ja, das kann man sagen. Sie verfügt ja doch über Wohnnutzfläche von 350 Quadratmetern und bietet somit eine großzügige, angenehme Wohnatmosphäre. Kostenpunkt? Kostenpunkt 3,9 Millionen Euro. Kann man da verhandeln oder ist das? Ich glaube, die Preise ergeben sich aufgrund der Begeisterung und des Wohlgefühls, welches Einkäufer, welches Sie als Interessent hier entwickeln. Noch leben hier die Besitzer, vermögende Kaufleute aus Klagenfurt. Mit Verhandlungsgeschick kann man gleich auch das Inventar erstehen. Vater Tischler hat eine interessante Erklärung dafür, warum manch einer bereit ist, derart hohe Summen zu bezahlen. Letzten Endes ist es immer wieder die Begeisterung des Interessenten, ob er sich für dieses Haus entscheidet und einen bestimmten Betrag bereit ist auszugeben. Und wie heißt es so schön? Wohnen am See wird hier zur Medizin, denn der Blick auf das Wasser stärkt Seele, Geist und Körper. Und wie schläft der Wörthersee-Millionär? Man gelangt hier in einen Schlafsalon von ca. 40 Quadratmetern, der den Wörthersee nicht nur in Träumen nahe bringt, sondern man benötigt am Morgen nur eine leichte Drehung des Kopfes, blickt auf den See und weiß, was man unternehmen kann, sobald man sich doch entschlossen hat aufzustehen. Begibt man sich hier auf eine wunderbare Aussichtsterrasse, von der man die Atmosphäre des Sees am Morgen bereits schön erleben kann, oder von hier eine Befehlsausgabe an die im Garten versammelte Familie.
hat man manchmal ein schlechtes Gewissen, ist der falsche Ausdruck, aber wenn es hier Leute gibt, die um 4 Millionen Euro ein Haus kaufen und auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch in Klagenfurt Menschen, die sich keine 50 Quadratmeter Wohnung leisten können. Ich glaube, das ist diese Vergleiche kann man nicht machen. Es ist so, wir Kärntner sind glücklich, wenn wir eine schöne Wohnung haben oder eine Wohnung haben und die Landschaft Kärntens genießen können. So mancher Kärntner, der keinen Seebesitz hat, der keine Villa hat, der nur eine Wohnung vielleicht mit 50 Quadratmeter hat, genießt das Kärnten, wie es ein anderer am See gar nicht genießen kann. Der genießt den See mit den öffentlichen Zugängen, die es gibt. Der genießt die Berge, die Wälder. Er hat die Zeit. Doch zum See kommt der einfache Kärntner nur schwer. 98% des Seeufers sind nicht frei zugänglich. Baden kann man nur in den Gemeindebädern. Eine Situation, die sich in den vergangenen Jahren noch weiter verschärft hat. Früher konnte man an vielen Plätzen baden, erinnert sich Erika Hochegger. Heute nicht mehr. Ja, man kommt ja fast nirgends mehr dazu. Es, so zugebaut überall. Ja, es, und dann werden die hohen Zäune noch gemacht, die über 2 Meter hoch sind, dass man ja nirgends mehr hinschauen kann. Es sind nur ganz kurze Stickel, wo man noch was vom See sieht. Und das ist so traurig. Die Villen der Reichen sind meist durch meterhohe Mauern abgeschottet. Oft ist der See kilometerlang, nicht einsehbar. Der neueste Trend, damit der Seezugang auch für die zweite Reihe möglich ist, werden jetzt Übergänge samt Lift errichtet. Das ist nicht schön anzusehen, hebt aber den Wert der Immobilie. Zu überregionaler Berühmtheit hat es Erika Hochegger vor einem Jahr gebracht. Da initiierte sie den Widerstand gegen ein Bauprojekt der Milliardärin Ingrid Flick. Nur durch Zufall hat sie davon in der Zeitung gelesen. Da ist es. Ich habe das in der Zeitung gelesen, denke mir, das kann nicht wahr sein, dass die da oben die Straßen verlegen und unserem Bürgermeister ist das egal. Das kann es nicht sein. Bin ich aufgestanden, bin ich zu meinem Bekannten gegangen und habe ihn gebeten, ob er mir so eine Liste macht, wo ich die Unterschriften sammeln kann. Das hat er mir gemacht und ich bin am nächsten Tag losgezogen und jede freie Minute habe ich dazu verwendet und habe geschaut, dass ich die Unterschriften kriege. Und die Leute waren sehr begeistert, haben sie gesagt, wenigstens ist jemand, der was macht. Um diese 800 Meter der Süduferstraße ging es. Die Grundstücke links und rechts davon ersteigerte Ingrid Flick Jahre davor. Der Plan war, die Straße zu verlegen. Flick hätte tausende Quadratmeter Seegrund dazu gewonnen. Im Gegenzug hätte Flick einen Teil der Bevölkerung überlassen. Doch Frau Hochegger verhinderte den Deal. Hat die Frau Flick jemals dann mit Ihnen, wie Sie das sozusagen initiiert haben, Kontakt gesucht? Nein. Kriegt man die überhaupt zu Gesicht? Nein, also ein gewöhnlicher Sterblicher glaube ich nicht. Weil sie ist ja nur bei den Geldmagnaten daheim. Und überall nur, wo die High Society ist, da ist sie daheim. So sieht man sie ja nicht. Zurück in der Welt der Reichen. Ingrid Flick ist die reichste Frau Österreichs. Ihr Vermögen wird auf rund 6 Milliarden Euro geschätzt. Was ist das Schwierigste am Reichsein? Die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit? Ja. Einfach quasi mit seinem Geld sinnvolle Dinge zu machen auch? Oder? Sie sprechen es an. Es ist schwierig. Man wird natürlich gebeten und gefragt, um Hilfe gebeten. Und ich würde sagen, das tut bestimmt fast jeder, der die Möglichkeit hat, dass man in einem gewissen Maße versucht, Menschen zu helfen, die Hilfe brauchen. Aber man muss es genauso wie im normalen Leben auch dosieren. Und dann das richtig zu verteilen und richtig zukommen zu lassen, den richtigen Personen, ist sehr schwierig. Ingrid Flick stammt aus dem Lavantal. Ihr Vater war Zimmermann. Sie arbeitete als Rezeptionistin. Dann trat der 30 Jahre ältere Industrielle Karl Friedrich in ihr Leben.
Trotz Bodyguards und Seewiller ist dir eines wichtig. Wir wollen uns ja nicht abgrenzen, ausgrenzen von der Bevölkerung. Wir leben ja mit den Leuten. Ist das schwierig? Wenn man so vermögend ist, ist es ja schwierig. Ich stelle mir es zumindest so vor. Ich weiß ja nicht, ob es wirklich so ist. Nein, ich glaube, es ist nicht so schwierig. Es kommt darauf an, wie man es selbst sieht. Und ich glaube nicht, und ich getraue mich zu behaupten, dass ich mich nicht sehr verändert habe. Ich habe einen Freundeskreis, den ich pflege, den ich liebe, der mir wertvoll ist, mit dem ich zusammen sein möchte. Und ich kann nicht behaupten, dass es nur Leute sind, die mehr Geld haben als andere. Und ich sehe da nicht so den großen Unterschied. Ich glaube, es ist mehr so das Denken, aber die Personen selber verändern sich nicht so sehr dadurch. Okay, es könnte möglich sein. Ich hoffe, dass bei mir nicht der Fall ist und ich nicht zu negativ rüberkomme. Ich bin positiv. Herr, erbarme dich. Du hast versprochen, dass der Vater jedes Gebet erhört, dass wir in deinem Namen an ihn. Auf die Champagnertaufe des Bootshauses folgt der Segen des Pörtschacher Pfarrers. Immer an der Seite von Ingrid Flick, ihr treuer Freund Otto Retzer. Der Regisseur und die Milliardärin kennen sich seit Jahren. An Ingrid Flick schätzt Retzer vor allem ihre Bodenständigkeit. Wenn wir in der Früh irgendwo beim Frühstück zusammensitzen, da gibt es kein Ingrid Flick und ein Otto Retzer, keinen Unterschied. Das sieht die Ingrid aus dem Laufental, der Otto Retzer aus dem Grenzschützenrat. Natürlich, sobald wir aus dem Haus gehen, ist sie die Frau Flick und ich bin der Otto Retzer. Aber Sie müssen mir eins glauben, was die Frau Flick garantiert nicht gern mag. Also sie wird wahnsinnig, wenn sie liest, Milliardärswitwe. Was ist das für ein Titel? Milliardärswitwe ist kein Titel. Das Schloss Seefels in Pörtschach, eine der nobelsten Adressen. Hier gibt es einen ganzjährig beheizten Wörtherseepool, ein Lifestyle-Zentrum im luxuriösen Spa und sogar eine eigene Schönheitschirurgin. Wie viele Patienten sind jetzt aktuell hier? Wir haben derzeit 8 Patienten hier. Also wir haben hier eine Praxis mit einem Eingriffsraum, in dem wir kleinere ästhetische Eingriffe durchführen können. Das sind kleinere Lidkorrekturen, Fettabsaugungen, also alle jene Eingriffe, die in örtlicher Betäubung mit Sedierung und nicht in Vollnarkose durchgeführt werden. Badeurlaub und Fettabsaugung im Paket. Ein lukratives Geschäft. Dagmar Milesis Kärntner Dependance ist Monate im Voraus ausgebucht. Man hat auch Methoden entwickelt, die zu natürlichen Ergebnissen führen. Also die Patientinnen schauen nicht geliftet oder unnatürlich aus. Einmal im Monat operiert Milesi am Wörthersee. Dann wird rund um die Uhr gearbeitet. Ihre reichen Kunden kommen aus der ganzen Welt. Allesamt sind sie gut getarnt. Entweder mit Kopftuch und Sonnenbrille oder sie sind so weit fit und gesellschaftsfähig, dass man den Eingriff nicht mehr sieht. Wie ist denn das? Stehen die Menschen dazu zu solchen Eingriffen oder versuchen die das doch eher zu verheimlichen? Sie versuchen es bei uns doch eher noch zu verheimlichen. Also in Österreich ist es schon so, dass Leute nicht zugeben wollen, wenn sie geliftet sind oder wenn sie einen kosmetischen Eingriff über sich ergehen ließen. Die gebürtige Kärntnerin hat ein zwiespältiges Verhältnis zum Wörthersee, obwohl sie hier sogar ein Apartment besitzt. Erholung findet sie woanders. Fast jeder, der zur sogenannten High Society des Wörthersees gehört, hat ein Motorboot und die stören mich persönlich zum Beispiel sehr, sodass ich mich lieber in meiner Freizeit an den Ossiasee zurückziehe, der wesentlich ruhiger ist. Wer am See dazugehören will, braucht ein Motorboot. Damit er damit auch fahren darf, braucht er eine Lizenz. 300 davon gibt es. Eine kostet 350.000 Euro. Mittlerweile ist sogar für Elektroboote eine Lizenz notwendig. Kostenpunkt immerhin 30.000 Euro. Wir sind noch immer auf der Suche nach dem Reifnitzer Bürgermeister. Am späten Nachmittag haben wir endlich Glück. Wir treffen ihn in der Trafik seiner Frau. Der Verkauf des Schlosses an Frank Stronach sei völlig korrekt abgelaufen, sagt Adolf Stark. Er ärgert sich über die Gruppe um Erika Hochegger.
Die würden immer alles verhindern, sagt er uns. Die anderen sollen mit Politik lernen und nicht Vernarrung. Ist nicht meines. Also Sie sagen, da ist alles korrekt abgelaufen? Total korrekt. Ich stehe da hier vor Ihnen, weil sonst hätte ich Ihnen jetzt kein Interview gegeben. Daher stehe ich dazu, es ist korrekt abgelaufen, das wird weiterhin korrekt ablaufen. Ich habe davon weder etwas mit Stillhalte oder sonst was. Wir haben ganz offen verhandelt. Es ist halt so, für jeden Laien ergibt sich, wenn man die Immobilienpreise hier am See erfährt, ein sehr eigenartiges Bild. 101 Euro dort für den Quadratmeter, daneben, glaube ich, 1000 bis 1200 Euro. Darf ich jetzt nicht mehr sagen. Die Liebhaberpreise, Sie können 10.000 Euro für einen Quadratmeter haben. Dazu mal war der Preis nicht teuer. Das ist 2004 verkauft worden. Und da war der Quadratmeterpreis 101 Euro? Das weiß ich nicht, ob der 101 Euro war. Ich bin ja früher aufgeklärt. Sie kennen noch so viele Nachbarn bei mir. Da gibt es Wald gegeben und das Schloss. Und wenn Sie nur einmal weiter sagen Schloss, dann will ich Ihnen einmal sagen, schauen Sie, das war eine Villa Percht. Das war eine Villa für eine Einfamilien und nicht ein Schloss. Dieses Schloss haben wir nur hier, die Leute gesagt, weil es auf irgendeiner exponierten Stelle steht. Aber sonst ist es kein Schloss, es ist eine Villa. Dass es Reiche gibt, die sich mehr leisten können, ist für den Kärntner Freiheitlichen kein Problem. Wenn einer Geld hat, der kann sich was anderes leisten, als einer, der weniger Geld hat. Das war nicht nur heute so, das war schon früher so, das war in der Monarchie so, das wird auch immer so bleiben. Und ich glaube schon, wissen Sie, ich habe keinen Neid in mir. Wenn ich mir etwas nicht leisten kann, okay, dann muss ich fragen, warum kann ich mir es nicht leisten? Aber eines steht schon fest, Neid. Und das haben diese Leute. Das ist ganz ein schlechter Begleiter im Leben. Ärgern Sie sich über den Bürgermeister? Da will ich lieber nichts sagen. Ja sicher, ärgern kann man sich immer. Ich meine, er macht alles so, wie er sich das vorstellt. Er ist die oberste Baubehörde. Ja. Das ist aber heute so in Kärnten, nicht? Das ist ganz sicher nicht das Beste. Lassen Sie sich das hier gefallen? Nein, überhaupt nicht. Ja, eben, aber stehen wir ja da. Was soll man noch groß machen? Die Baustelle, wie die ausschaut, da wird ja gegraben und gegraben. Das ist ja Wahnsinn. Da war so ein schöner Wald. So ein schöner Tennisplatz war, es war idyllisch. Ja. Hat man noch sekieren gehen können, so ein schöner Wanderweg, da war Ruhe. Die Immobilienfirma Riedergarten wird ja Baugründe für 8 Villen anbieten. Wir treffen Herbert Waldner, den Firmenchef. Die Aufregung der Damen kann er nicht nachvollziehen. Die Gemeinde habe schließlich alles abgesegnet. Wir wollten auch mit den Anrainern oder sind mit den Anrainern in guten Einvernehmen. Und ja, der Wörthersee ist so wie der 9. Bezirk in Wien. Jeder möchte gerne im 19. wohnen und keiner kann es sich leisten. Oder über den Dächern vom Stephansplatz kann es sich auch nicht jeder leisten. Und so soll es Bereiche um den See geben, wo Leute, zum Beispiel in Kumpendorf haben wir schon sehr viele Wohnungen gebaut, die einfach sagen, es ist seenahes Wohnen, ich bin in der Nähe vom See, es gibt ein öffentliches Bad, leistbar um 3.000 Euro den Quadratmeter. Oder ich sage, ich will direkt am See wohnen, so wie unser Projekt in Auen bei der Frau Flickholm, kostet der Quadratmeter eben 10.000 Euro. Das ist Demokratie, Angebot und Nachfrage. Wie viel Geld muss ich quasi haben, um mir hier eines kaufen zu können? Die Grundstücke liegen zwischen 600.000 und 900.000 Euro. Also der muss schon Geld haben, der sich hier ein Grundstück kauft? Ja, ist auch nicht. Der See ist nicht mehr billig. 900.000 Euro kostet ein Grundstück. Da ist das Haus noch nicht dabei. Ein Preis, der nur mit Seezugang erzielbar ist. Herbert Waldner erklärt, wie das gehen soll. Dass wir hier einen öffentlichen Zugang schaffen, der dann hier in einen Weg mündet und auf der Mauer, der Stützmauer, wir sehen es dann von unten, wird ein Übergang gemacht mit einem Lift und die Leute können mit dem Lift hinunterfahren und sozusagen die Eigentümer der 8 Parzellen können auf den See hinuntergehen, das ist sozusagen ihr Zugang zum See und die Öffentlichkeit hat einen eigenen Ausgang und kann dann beim Lift hinausgehen und was sie ins Restaurant Lakeside essen gehen oder sich nochmal hier nach Reifnitz hineinbegeben. Die Reifnitzer Öffentlichkeit ist von dem Plan wenig begeistert. Sie stört vor allem der geplante 14 Meter hohe Liftturm, der die künftigen Villenbesitzer zum 240 Quadratmeter großen Badeplatz bringen soll. Der Lift würde das Ortsbild verschandeln, kritisieren die Anrainer.
Haben Sie das jetzt im Verkauf drinnen, dass der Seezugang durchführbar ist? Ist drinnen. Das heißt, die Grüne haben es gekauft ohne dem. Dann ist mit der Gemeinde das Spiel gemacht worden. Ihr genehmigt uns das, dass wir zum See herunterkommen. Und der Wert ist um das Zwei- oder Dreifache gestiegen. So einfach funktioniert das. Na, aber der Herr Bürgermeister könnte heute da sein. Er vertritt ja diese Entscheidung, ja, dass hier ein Türm gebaut wird. Ich bin kein Politiker. Und ein Teil dieser Regierung hat man ja schon wirklich mit Nasefetzen abgewählt. Und jetzt wird halt noch 3 Jahren mit dem Bürgermeister oder so weitergehen und leider solche Projekte verwirklicht. Und die Bevölkerung leidet ein Leben lang. Das wird ja ewig stehen, dieser große Turm. Jetzt wird immer gesagt, Bewegung, Bewegung, dann sollen Sie zu Fuß runtergehen. Sie haben dort Kabinen, dann sollen Sie mit den Leuten zu Fuß runtergehen. Und wir brauchen da keinen Lift. Das ist eine Umweltverseuchung noch und noch. Entweder bauen wir jetzt noch, bis 1. Juni ist es möglich, und wenn nicht, dann bauen wir es im Herbst. Das ist eine optische Umweltverschmutzung, das muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Und diese optische Umweltverschmutzung, die zieht sich ja da durch. Wenn ich was baue, dann baue ich Wohnungen, und die baue keine Atomkraftwerke. Ja? Und die Menschen haben das Bedürfnis, wo zu wohnen. Und genauso gibt es Menschen... Aber schaut das nicht aus wie Atomkraftwerke. Ich lasse Sie einmal ausreden, lassen Sie mich bitte ausreden. Ja. Bernd, das musst du bitte sagen. Wo kommt der Lift jetzt genau da? Er dockt in etwa, so wie wir stehen, auf dieser Seite jetzt gerade hinüber an. Das heißt, da wo die Frau Meier steht, wird praktisch das westliche Eck des Liftes ein. Ich frage Sie nicht, was die Gemeinde sagt, sondern Ihre subjektive Meinung. Glauben Sie, dass ja, ein 14... Dann frage ich Sie, begründen Sie mir das? Begründen Sie mir das? Muss ich nicht. Weil Sie es nicht können. Schauen Sie, wir haben Sie wissen ganz genau, dass wir einen Teilbebauungsplan gemacht haben, über 5 Jahre mit allen Gutachten, mit allen Auflagen, mit allen Dingen vom Land und gemacht haben, und hat gesagt, das passt. Und wenn die Behörde ja sagt, wen soll ich noch fragen? Sie? Nein. Ich meine, ich habe schon eine Gruppierung hier, die zu allen Nein sagt, aber ich lasse mich da nicht beirren. Und Riedergarten hat eine rechtsmäßige Widmung bekommen. Und ich glaube schon, man darf nicht alles nur schlecht drehen, sondern ich finde das eigentlich nicht schlecht, sondern ich finde das sogar gut, weil es für die Verkehrssicherheit, für den Fußgänger, der nicht über die Südtuferstraße gehen muss, sondern oben drüber mit einem Lift herunterfährt, ich glaube, wo liegt hier das Problem? Ich sehe hier keines. So wie es aussieht, werden die Reichen vom Wörthersee auch in Zukunft nicht um ihr Paradies bangen müssen. Und dass die Seewillen immer stärker von der Umwelt abgeschottet werden, sei gar keine Frage von arm oder reich, glaubt Milliardärin Ingrid Flick. Ich versetze mich mal in die Lage. Es gibt wahnsinnig viele Wohnungen, Häuser rund um den See, ja. Keine private Person möchte gerne in sein privates Wohnzimmer fremde Personen einladen oder möchte gestört werden an einem Sonntagnachmittag, wenn er gerade beim Grillen ist. Warum ist es für uns anders? Es ist für uns genauso. Wir lieben genauso und schätzen unser kleines Refugium. In unserem Privatsein, das sind genauso unsere Häuser. Sie sehen anders aus vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich habe noch nie in sehr viele Häuser geschaut, wo ich nicht geladen wurde. Ja, ich gehe natürlich gerne zu Freunden. Ich bin auch neugierig. Spielt der Neid da auch oft eine Rolle in Österreich? Nein, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Weiß. Vielleicht ist es nur die Neugierde. Aber gibt es so Momente, wo Sie daheim sitzen und sagen, eigentlich wäre ich wieder lieber... jemand, der nicht so viel Geld hat? Oder gibt es sowas gar nicht? Manchmal, wenn der Tag zu stressig wird, ja. Aber Sie haben schon gern viel Geld, oder wie kann man das beschreiben? Es tut nicht weh.